Die Wasserfreunde Spandau gegen Bayer Uerdingen, Berlin gegen Krefeld, der Tabellenerste gegen den Tabellenletzten. Doch dieses Match ist für die Wasserfreunde Spandau mehr als nur eine Pflichtaufgabe. Mit jeweils 24:2 Punkten teilen sie sich aktuell den ersten Platz der Tabelle mit Hannover. Eine gute Tordifferenz kann heute also absolut entscheidend sein, sowohl um sich Platz 1 der Hauptrunde und damit das Heimrecht in den Playoffs zu sichern, als auch für den Teamgeist der Mannschaft. Dieser sollte jedoch nach dem Champions League Match gegen Budapest vor 3 Tagen recht präsent sein, denn auch wenn die 04er die Chance zum Erreichen der Final Six durch ein 5:5 Unentschieden gegen die Ungarn verpasst haben, so war die dort gezeigte Leistung doch beachtlich. Ich sage mir, jedes Spiel ist wichtig und die letzte Mannschaft der Liga zu spielen, gibt es überhaupt keinen Grund, arrogant zu sein und die Mannschaft nicht ernst zu nehmen. Und damit rein ins Spiel. Zu Beginn hatten beide Mannschaften Schwierigkeiten, an Torwart und Verteidigung vorbeizukommen. Vor allem Dustin Bauch im Tor der Gäste glänzte zum Matchauftakt mit grandiosen Paraden. Auch das Aluminium machte vor allem den Wasserfreunden immer wieder einen Strich durch die Rechnung. In der 4. Spielminute dann dieser Abschluss von Tobias Preuß, 1:0 für die Wasserfreunde aus Berlin. Doch das ließ Uerdingen nicht lange auf sich sitzen. Einige Angriffe später setzte sich Julian Fleck durch und hämmerte den Ball in den Berliner Kasten. 1:1 unentschieden zum Ende der ersten 8 Minuten. Ein unerwartet torarmes erstes Viertel, was von Seiten der Spandau also eventuell mit dem wahrscheinlich doch noch tief sitzenden unentschiedenen Ungarn in der Champions League zu tun hat. Sowas vergisst man sein Leben nicht, so in solche Spiele. Das ist leider so, man muss sich jetzt damit abfinden. Und jetzt sind wir auf einer neuen Ebene, auf einer anderen Ebene unterwegs. Wir sind jetzt hier bei der Bundesliga. Und genau da ging es jetzt weiter. Spandau fand langsam seinen Rhythmus, setzte in der Verteidigung auf aggressives Pressing und störte die Männer aus Krefeld früh in ihren Angriffen, was sie immer wieder zu ungenauen Spielzügen zwang. Auch in 1-gegen-1 Situationen mit Torwart Laszlo Baksa landet der Ball nicht im Netz. Vor dem gegnerischen Tor spielten die Berliner ihre Angriffe locker runter und konnten sich so über den Verlauf der zweiten 8 Minuten mit 7:2 ein Polster von 5 Toren aufbauen. Den Gästen aus Uerdingen war anzumerken, dass sie rein konditionell nicht so richtig mit den Berlinern mithalten konnten. Zwar machten die von ihnen gezeigten Defensivleistungen den Wasserfreunden noch immer zu schaffen, doch vom energischen Start der Mannschaft war nach knapp 20 Minuten Spielzeit nur noch wenig zu spüren. Bayer versuchte es nun immer wieder aus der Distanz, doch auch diese Würfe waren keine Gefahr für Berlins Mann im Kasten. Gleich zu Beginn des letzten Viertels konnte Julian Fleck nach einem persönlichen Fehler von Mehdi Marzouki mit einem schnell ausgeführten Freiwurf auf 9:3 verkürzen. Doch keine 30 Sekunden später, dieser Spielzug von Spandau, Lukas Gielen passt den Ball vors Tor der Gäste und Matthias Tschuk setzt sich gegen 2 Mann durch und erhöht damit wieder auf ein 10:3. Aus Spandauer Sicht. Nun zeigte das Pressingspiel der 04er seine endgültige Wirkung. Die Spandauer stellten die Gäste dermaßen unter Druck, dass diese sich immer häufiger für mittelmäßig herausgespielte Schusssituationen entscheiden mussten. Die 04er selbst zeigten sich vor dem gegnerischen Tor souverän und erhöhten in Folge um weitere 3 Tore. Kurz vor Abpfiff gelang Uerdingen nach dieser Kombination noch 1 Tor durch Gerő Kovács zum Endstand von 14:4 für die Wasserfreunde. So richtig zufrieden war Kapitän Markus Stamm nach dem Spiel, aber dann doch nicht. Also wir haben schon Sachen umgesetzt, die wir vorher angesagt haben. Allerdings wollten wir wirklich mehr auf Tore gehen und eigentlich noch das Torverhältnis besser ausbauen. Es hat nicht funktioniert. Wir haben uns Uerdingen eindeutig zu leicht vorgestellt. Die haben uns gezeigt, dass man sie nicht so unterschätzen darf. Und auch der verpasste Einzug in die Final Six macht der Mannschaft noch immer zu schaffen. Ja, es ist sicherlich schwierig, das einfach so abzuhaken und dann sagen, ja okay, dann jetzt halt Bundesliga, weil Final Six war sicherlich von uns allen noch ein großer Traum. Aber ja, wir trainieren weiter, erstmal jetzt Meister werden und dann im nächsten Jahr halt Champions League Final Six. Und dafür sind die 04er auf einem guten Weg, denn durch die heute gewonnene Tordifferenz gegenüber Verfolger Waspa Hannover ist der erste Platz der Hauptrunde fast sicher. Am 1. April hat die Mannschaft ihr letztes Spiel vor den Playoffs gegen die SG Neukölln.